Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus nehmen weiter zu. Das sagte Innenminister Horst Seehofer bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes am Donnerstag in Berlin. Rechtsextreme seien die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland. So gäbe es immer häufiger, das haben wir auch bei verschiedenen Demonstrationen der jüngeren Zeit festgestellt, in antisemitischen Verschwörungstheorien. Und das ist eine Schande für unser Land. In allen Bereichen, also unter Rechtsextremen, Linksextremen und Islamisten, habe die Gewaltbereitschaft zugenommen. Das bereite dem Verfassungsschutz am meisten Sorge, so Amtspräsident Thomas Haldenwang. Deswegen werde man Extremisten auch online mit digitalen Agenten stärker überwachen. Allen Feinden von Demokratie und Menschenwürde möchte ich diese Warnung mit auf den Weg geben. Der Staat wird entschieden gegen jede Form von Gewalt vorgehen. Kein Extremist und kein Terrorist darf sich mehr sicher fühlen. Rechtsextremistische Umtriebe von Beamten im öffentlichen Dienst sollen künftig stärker überwacht werden. Der Verfassungsschutz will verdächtige Beamte überprüfen und im September einen Bericht dazu vorlegen.